Ja, hallihallöchen, liebe Leutchen. Da sind wir wieder bei einer riesigen schlafenden Kröte und ja, ich habe jetzt einen sehr fiesen Einfall. Wir haben ja den Kuckuck nirgendwie gefunden, zum Kuckuck auch noch. Der ist hier irgendwo, also. Nur eine kleine Prise. Oben. Oh nein. Oh Mann, jetzt habe ich ein Piepen im Ohr. Immerhin, das Niesen scheint die meisten Vögel in der Nachbarschaft vertrieben zu haben. Aber die Kröte schlummert immer noch tief und fest. Ja, dafür ist der Kuckuck nicht mehr zu hören. Das Knackfrosch. Wer stört die Waldesruhe? Ich... Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Monate. So viel Zeit haben wir nicht. Nur ein paar Jahre. Lauschen. Nein. Lauschen. Dem Strom der Zeit. Ich will kein Störenfried sein, aber... Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Tja, Sie haben da etwas Kreide da am Auge. Tja, da waren wir all die Jahre quasi Nachbarn und kennen uns gar nicht. Und in all diesen Jahren hast du nicht... Hast du nicht zugehört? Geh, Mensch. Lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Okay. Versuchst du ihm zu widerstehen, wird er dich zerfurchen, herunterbrechen. Der ist ja nicht besonders gesprächig. Ja, ich glaube, wir sollen trotzdem mit ihm reden. Hallo. Ich will kein Störenfried sein, aber... Das kennen wir schon. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du... Wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Das Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört. Lernst du zuzuhören und zu lauschen. Wie du mir gelauscht, kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher, auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Seine aus dem Herd. Ja, voilà, du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klick auf den Zauber Felsflüstern auf dem Zauberstab. Die Toll. Stimmen des Waldes. Sie klingen trauriger seit meinem letzten Erwachen.
Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Diese Welt verändert mich. Die Welt flüstert mir von deinem Schicksal. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich das Grauen lehren. Hüte dich. Hüte dich. Doch hält er auch Freude bereit, wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Jahre lauschen. Dem Strom der Zeit. Oh Mann. Das war jetzt etwas unheilvoll. Sie ist eingeschlafen. Das Grauen? Und etwas finde, von dem ich nicht einmal ahne, dass ich es verloren habe? Ob Mama schon vom Einkaufen zurück ist? Es fühlt sich schon so lange an, seit ich sie gesehen habe. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Zauberer müssen stark sein. Jerry, du hast es geschafft. Du hast gelernt, das Flüstern der Felsen und Steine zu hören. Damit kannst du jeden Fels, dem ein Gesicht gegeben ist, belauschen. Ein exzellenter erster Zauber. Probier ihn gleich einmal an dieser Kristallstatue aus. Der Zauber ruht auf deinem Zauberstab. Nimm ihn auf und richte ihn auf die Statue. Alright. Ah, hier. Na dann, versuchen wir mal unser Glück. Jemand meinen Namen gerufen? Es beginnt. Der erste Nagel ist eingeschlagen. Was bedeutet das? Ich werde dir alles erklären. Ich muss mich mit dem Magier von Mauswald besprechen. Du weißt, wo du uns findest. Oder kontaktiere mich über den Ratersuch, wenn du meine Hilfe brauchst. Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Alles klar. Doch den nächsten Portalbaum wirst du ohne meine Hilfe öffnen müssen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in seiner Heimat für dich zu öffnen. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Kleiner Mann in Grün. Oh nein, der ist bestimmt immer noch sauer auf mich. Oh ja, garantiert. Oh, warte mal, da war doch gerade was. Haha, du hast einen magischen Tautropfen gefunden. Schon findet. Und dann sag ich noch irgendwas. Hier war auch gerade eine Fuchsstatue. Hallo? Wo ist die hin? Da ist sie jetzt.
Du bist lustig, kleiner Junge. Oh. Okay, diesmal hatte ich den Zauber nicht benutzt. Ah, da ist noch ein Tautropfen. Noch so ein Tropfen. Toll, jetzt muss man echt die Augen offen halten, wo hier solche Tautropfen sind. Oh. Schon wieder diese merkwürdige Gestalt hier. Ein Feind im Federkleid hat eure Rücklagen gefressen. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um eine Lösung für deine Geldprobleme zu finden. Und dann braucht es nur deine Unterschrift. Nur deine Unterschrift. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Komischer Typ. Oh ja. Wieder einer. Da auch schon einer von den komischen Typen hier. Hattest du schon einmal einen dieser Tage, an dem einfach alles schief ging? Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Ich wette, Mauswald wird bald sehr viel Heilung brauchen. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Sicher. Seltsamer Kerl. Oh, warte, warte. Noch einer. Aber gehen wir erstmal ins Café rein. Da bist du ja wieder. Siehst du, was du angerichtet hast? Was denn? Pah, Nebenwirkungen. Ich leide unter Schlaflosigkeit. Und das auch noch tagsüber. Entschuldigung? Schon in Ordnung. Immer noch besser als Zwergenschnupfen. Hoffe ich doch mal. Wenn mir nur nicht so langweilig wäre. Willkommen zurück. Ich habe gehört, die Hasenfamilie wartet auf eine Torte. Ja, ja, die feiern jeden Abend und haben ganz spezielle Wünsche. Aber mir fehlen leider ein paar Zutaten. Hast du auch zufällig eine Liste für mich? Ja, du hast's erraten. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Wegen den Vorbereitungen. Alles wird vorbereitet, Sahnepuffelchen. Oh. Die Zwerge brauen bereits wieder Blausaft. Das Wipfelfest kann kommen. Schön. Bis später. Pass auf dich auf. So, dann schauen wir auch mal, was braucht die gute Frau denn? Fehlende Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Ja, den Rübensirup, da weiß ich ja schon, wo wir den herkriegen. Oha. Hier arbeitet alles auf Hochtouren. Da draußen kann man den Wasserfall sehen. Gut, dann halt so. Das ist schon wieder diese Fuchsstatue.
ein Becher voll dickem, süßen Sirup. Lecker. Okay, diese Fuchsstatue ist mir nicht ganz geheuer. Da ist ja schon wieder. Du bist lustig, kleiner Junge. Hey, was machst du so weit weg von der Stadt? Du solltest dich nicht zu weit an den Fluss wagen. Hast du es etwa noch nicht gehört? Es gab wieder einen Krähenangriff. Natürlich habe ich das gehört. Ich war sogar dabei. Ja, ja, das behaupten sie alle. Da sind wir Stadtwachen ganz anders. Wegen dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher abgestellt worden. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Oh, danke? Keine Ursache. Nett. Wieder einer. Immer noch ein schnell dahingluchsender Katzen. Noch einer. Na du, was macht die Kleine hier? Hallo du! Na, trägst du wieder Pakete aus? Nein. Ich habe gehört, dass es hier nachts draußen auf den Feldern spuken soll. Das würde ich mir ja gerne ansehen. Aber ich finde das viel zu gruselig. Aha. Ja, und ich denke mal, nachts finden wir eher was. Verschlossen. Aha. Oh oh. Aha. Ich glaube, Konrad ist noch wach. Die sieht nicht so aus. Ziemlich langweiliger Papierkram. Alt, aber langweilig. Was ist das? Noch eine Karte. Nett. Nur staubige alte Papiere. Hey, eine Spielkarte. Lol. Nur staubige alte... Okay, jetzt nicht mehr. Mann, ganz schön duster hier oben. Und kalt ist es auch. Na super. Zu Hause dürfte ich nachts nicht auf Häusern rumklettern. Zu Hause würde ich jetzt mit der Taschenlampe unter der Bettdecke Comics lesen. Klingt doch super. Geschlossen. Ich gehe einfach durchs Fenster. Hey, gut. Ach, da war ich doch gerade.
Ah, der Sternenhimmel. Das meinte der alte Magier also, als er sagte, das wäre eine besondere Karte. Man kann die ganzen Sternbilder erkennen. Und die vier Portalbäume von Mauswald, von denen der Marquis und der Magier sprachen. Der Ostbaum scheint der große Baum mitten in Mauswald zu sein. Der alte Pfadbaum, über den wir nach Mauswald gekommen sind, ist dann der Südbaum. Links jenseits des Feldpfades liegt der Westbaum und rechts vom Feldpfad, etwas weiter entfernt, steht der Nordbaum. Genau, das sind dann die vier Bäume, hinter deren Portalen ich die vier Zauber lernen soll. Die sind gar nicht so weit weg, aber ob ich die auch finde, wenn ich genau drunter stehe? Na, mal sehen. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Mann, was für eine spannende Lektüre. Ich hab das Uhrenteil über den Schlüssel gehängt. Sie hat das Uhrenteil statt des Schlüssels benutzt, ohne es zu merken. Die Tür ist jetzt offen. Jetzt könnte ich sogar durch die Hintertür ins Café kommen, wenn keiner hinguckt. Schön. Dann machen wir es mal. Haha. Unterwegs. Ich liebe die Stille von Orten wie diesen bei Nacht. Dann kann man das Wispern von verborgenen Geschichten hören, die sich hier und dort verstecken. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Es geht um Mäuse und Eichhörnchen und den Wald. Möchtest du sie hören? Na klar, der Waldschrat hat dir eine Geschichte gegeben. Um sie dir anzuhören, klicke auf Bonussammlung und Inventar spielen mit ihm. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames.